Nierstein. Sehr schön. Dreht der da? Wo fährt denn der hin? Sag mal. Also der pausiert hier anscheinend. Und die Menschen haben mir jetzt verraten, die Flagge hänge hier, weil die halt das ganze Jahr da hängen. Ne? Weil das was hermacht, denke die. Ist ja so, ne? Und man denkt sofort, es wäre ein Fest, aber das hier fällt sogar alles aus. Ne? Zumindest ist das geplant, Corona geplant. Oh nee, oh nee, oh nee. Und da drüben sind Wasser. Sportler. Naja. Der weiß überhaupt nicht, was er sollte, oder wie. Das ist die Fähre da. Und Baden-Württemberg bleibt jetzt hier, oder wie? Sieht so aus. Wahnsinn. Museum ist zu. Hier ein Ding. So einen ähnlichen habe ich nämlich in Zittau gesehen. Und da steht die Lösung. Das ist ja fantastisch. 30 Millionen Jahre. Will man da noch was? Wenn man wird sich dran gewöhnen. Ich hab das nicht getroffen. Das wäre wahrscheinlich jetzt gerammelt voll bei dem Wetter. Oh. In Zeiten von Corona Maskenpflicht. Jo. Gut.
Das finde ich ja gut. Da oben am Bordstein sitzt das Ding. Und wächst da noch. Und da oben an seinem Haus, auf der anderen Seite, oben entlang. Gehen wir mal rein. Tatsächlich weiter. Ist doch gut. Ich muss abdecken, sonst zischt es so. Weißt du doch, ja irgendwie. Keine Ahnung, probier's halt. Probier's doch mal. Nicht mehr wie schief gehen. Also ich muss mir das jetzt sagen, damit ich es weiß. Hand vor das Mikrofon. Und hinten frei. Zum Sprechen. Und dann werde ich nachher sehen, was das für einen Effekt hat. Eigentlich fahre ich ja nach Bodenheim, oder ich fahre jetzt nach Bodenheim zum Weinkauf. Wenn bei einem Freund oder Bekannten von meinen Eltern, von meinem Vater. Und ich bin eigentlich nur hierher gefahren, weil das halt direkt am Rhein liegt. Ne? Das hat schon, ja, das ist schon was anderes, wie wenn man so ein bisschen weiter weg ist. Direkt am Rhein. Hä? Das ist doch. Und jetzt filme ich in die Richtung Rhein aufwärts. Da geht's aufwärts. Das heißt, da unten kommt irgendwann mal Mannheim. Karlsruhe. Ne? So geht's, ja. Ne. Laufen wir noch davor. So, jetzt geht's rein abwärts. Richtung Mainz geht's da. Mainz. Und auch Bodenheim ist das nächste dann. Auf wie geht's? Ach, da kann man an 100 gehen. Oh, das ist ja interessant. Da gehen wir doch da runter. Oder wo kommen wir da raus? Bei Nuftus. Und dann
Wir hören uns da am Bahnhof tun. Das ist doch nichts, oder? Ich sag nur, wie die so ein Blödsinn. Weil sie so verwackelt sind, das weiß ich auch. Also wer so Videos anguckt bei meinem Kanal, der weiß doch, dass die verwackelt sind. Die wüsste es halt nicht. Das ist alles. Und wenn die nicht verwackelt wären, dann wird dir was fehlen. Ich gehe gerne auf Friedhöfe. Warum eigentlich? Ich habe mir nicht überlegt, so ein bisschen morbide Stimmung. Oder das ist ja kaum noch nicht mal morbide. Doch, da sind ein paar Gräber sind dabei. Ich mag das. Ach so, verwilderte Gräber. Oh, das ist doch was Feines. Das darf man bei uns nicht machen. Ist man, da meine Mutter war ganz schlimm hinterher. Nee, da hat sie dann. Zum Schluss hat sie gesagt, es muss eine Grabplatte drauf. Da hat sie wahrscheinlich schon so weit gedacht, wenn sie nicht mehr da ist, kümmert sich keiner und sie liegt dann drin. Dann haben wir auch so ein Ding da, so eine Platte. Und da muss niemand was machen, so ungefähr. Über was die Leute noch denken, das kommt zu glauben. Das macht man sich eine Grabplatte. Da geht's noch. Und da ist das mit dem wunderbaren Grab. So muss ein Grab aussehen. Ne? Das wird überwuchert, sozusagen. Oh, da ist er auch noch. Ist anscheinend einen aufgescheucht aus dem Grab. Zombie! Das ist natürlich. Also sind wir mal. Ja, okay. Das kann natürlich auch passieren. Das ist schade, muss man dann dazu sagen. Ne? Sowas ist schade. Ich war mal in Polen, Ostpreußen, auf der Spur von den Eltern meiner Freundin oder Bekannten. Und da sind wir in so einem Friedhof, Leute. Das war abenteuerlich. Ja. War echt gut. Abenteuer, ob man noch was findet, sozusagen. Aber das hier ist auch gut. Also das ist so ein Mittelding. Guck mal, da liegt ja ein Zimmermann. Guck mal da. Ei, gute Wie. Ein Namensvetter. Bei allen Wipfeln ist Ruhe. Warte, bald ruhest auch du. Corona. Jetzt kommen wir zu den Ehrengräbern. Hä? Das ist immer so was Besonderes. Mein Freund in Berlin hat mich da mal zu seinem Bierbrauer, der hat so Bierbrauer analysiert. Und da gibt es ganze Dynastien. In Berlin, wer denkt sich sowas? Ne? Denkt man immer nur die Bayern, aber von wegen. Die Berliner waren auch nicht schlecht, oder sind sie noch. Und da hat er das Obermahn, also das Obergrab, das kann ich mir noch erinnern, das war ein Mausoleum. Das hat sich der Oberboss da dann bauen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. So, wie heißen die? Also Schmidt, ganz einfach. So ist das. So, jetzt war's, der Ausflug beendet. Ich muss vor, so Efeu hier. Ja? Zack, zu ist es. Und Ruhe hat man. Ewig Ruhe in Frieden. Also ordentlich erhalten. So geht's. Und der da. Ups. Kaspar. Senfte. Und da, der öffnet die Tür. Knock, knock, knock.
on Heaven's Door. Ach, so begegnet er einem. Das ist der Gärtner sozusagen. Und dahinter muss das Grab, die Grabkammer. Und dann war es passiert, der Auferstandene. Ist das nicht wunderbar hier? Also das ist ein schöner Friedhof, die liegen schön. Bei uns ist er auch schön. Jetzt guckt man auf den, in der Odenwald. Und hier auf der Rhein. Und die Berge und die Weinberge. Mit dem Jesus, das ist deswegen so interessant, das fällt mir dann immer dabei ein, mit dem Gärtner. Da hat einen ehemaliger Theologe, der dann einer der ersten, der aus seinem Amt, aus der katholischen Lehre entfernt wurde. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, Maideilek oder so. Ja, jedenfalls, der hat ein Buch geschrieben, Jesus und die Frauen. Das ist natürlich ein interessantes Kapitel. Und da hat er es auch immer damit. Wenn er, da gibt es ja Interviews und da erzählt er auch immer davon. Und da wird eben geschildert, nach der so stellt er sich das halt vor, der Autor von dem Buch, dass die eigentliche Religionsgründerin der christlichen Auferstehungsreligion, das ist die Maria Magdalena. Die war nämlich da am Grab und die war so verliebt in den Jesus, dass sie gesagt hat, er ist auferstanden. Und hat ihn wahrscheinlich verwechselt mit dem Gärtner. Und hat dann aber dann, wie sie den gesehen hat, gesagt, das ist er, er muss es sein, er ist wieder da. Und da sagt er, die eigentliche Religionsstifterin ist eigentlich die Maria Magdalena. So, interessant, ne? Oh, guck mal, da ist das nicht ein wunderbarer Platz hier. Oh, was sagen wir mal, fantastisch. Yes, besser geht's ja gar nicht mehr. Erinnert mich an die... An so Restaurante in den Weinbergen bei Rüdesheim. Da sind wir mal gewandert und da kann man oben aussitzen. Und hat dann den Blick auf den Rhein. Auch sehr schön. Sehr schön. Wanderung vom Kollegen aus Wiesbaden. Sehr schön. Muss man nur sagen, es bleibt dann in Erinnerung. So was. Wenn man der Pfad könnte auch da entlang gehen. Das prüfen wir jetzt noch, dann ist gut. Wieder am Ausgangspunkt. Wow, hä? Was ist das? Da, oh. Da waren vorhin zwei Turmfalken. Da ist er wieder. Oh, ist das ein Baum? Jo, hey, keiner da, der euch bewundert. Ich bin ja immerhin da. Ich weiß nicht. Machen wir noch ein Video dazu. Ja, die geben sich echt Mühe. Die ganze, das ganze Jahr über geflackt. Nicht schlecht. An der Bergkirche. Da hat sich einer befreit. Hoffentlich ist es bald so weit, dass die Straße voll liegt damit. Es muss was passieren. Es muss. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt von einer, die arbeitet mit, die betreut halt Menschen, ältere Menschen oder was weiß ich, Bedürftige. Und die Ältere sagen dann immer, setzt die Maske ab. Lieber sterbe ich, als dass ich doch mit dem Zeug da laufen rumrenne. So sind die. Das ist so. Und wir wissen das all. Und trotzdem findet es statt.
Und das finde ich so schlimm. Ich finde das richtig schlimm. Und da kann man sich ja gar nicht geben. Ein Freund von mir, ein Arzt, der hat von einer Bekannten hat er einen Brief geschrieben gekriegt. Und ich würde gerne wissen, ob das alles echt ist. Und würde auch mal gerne hinterfragen, ob die Daten, wie alt die waren, die Personen, von denen die dann erzählt, die dann halt gestorben sind in ihrem Umfeld. Ne? Und warum der so einen Brief kriegt, frage ich mich. Also sowas. Das ist doch alles nicht normal. Da stimmt einfach was nicht. Von jeder, wenn einer tot umfällt, dann meinen sie, es wäre Corona. Fallen 20.000 an Grippe jedes Jahr um. Das ist alles nicht so glauben. Da sind wir wieder. Da ist doch ein Verkehr. Das ist kaum zu glauben. Ist doch noch Angertal. Das ist doch die Württemberg von vorhin, oder? Wahrscheinlich. So, das war der Rundgang. Sehr schön war's. Hat mir gefallen. Erstmalig das gesamte Sortiment von ihm gekauft. Wenn das der Vater wüsste. Das ist, da habe ich sie alle in der Reihe nach. Die Nummer 1 bis, was weiß ich, 54. Allerdings sind die Unterbrechungen durchlaufend nummeriert, stimmt eigentlich bis 22 ungefähr. Stimmt auch nicht. Naja, so ungefähr 20. Schön, ne? Na gut.